Ich grüße euch zum angedrohten Video der Glossybox. Die ist vorhin hier eingetrudelt. Er hat eigentlich extra drauf gewartet, weil unser Postmensch, der kommt eigentlich meistens so gegen 9:30. Er hat extra mit dem Gassi gehen gewartet, aber ich sag mal so 9:50. Minime. Ja. 9:50 hatte ich dann doch die Schnauze voll offen zu warten und bin dann los zum Hundegassi. Nicht wundern, hier, ne, sind die glänzt wie eine Speckschwarte. Liegt daran, ich habe das zweite Sachet meiner Balea Peel-Off-Maske. Klärt das Hautbild, pflegt mit Hamamelis und Aprikosenextrakt tiefenreinigend in der Visage. Ne? Also wenn ich gleich nicht mehr so gut reden kann, es trocknet an. Wie gesagt, Glossybox war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich ein Abo abgeschlossen hätte, muss ich jetzt ganz ehrlich mal so sagen. Ich hatte mir nur eigentlich die Special bestellen wollen, wo es also die Glossybox vom Monat Februar, und da gab es eine Mystery Box dazu. Und eigentlich wollte ich nur dieses Angebot haben. Und eigentlich war mir nicht bewusst, ein Abo abgeschlossen zu haben, weil es stand nirgendwo Abo. Ja, nein, vielleicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe das mir eigentlich alles sehr gründlich durchgelesen. Aber naja, da dachte ich mir, du guckst erstmal, was alles Schönes drin ist. Ich sag mal so, ich gucke mir das jetzt 2-3 Monate an und entspricht es nicht meinen Anforderungen. Also ich war ja mit den Sachen, was jetzt in dieser Spezialdings drin war, war ich ja schon nicht ganz so begeistert. Es hat mich nicht so dolle vom Hocker gehauen, finde ich die Pinkbox besser. Was haben wir denn hier drin? Auch wie bei der Pinkbox, solche Gutscheine. Mr. Speck 17% auf Brillen und Sonnenbrillen und Kontaktlinsen. Dann HelloFresh, bis zu 80% ein Gutschein. Ja, ist leider immer nur verwendbar für Neukunden, aber ich bin ja bereits Kunde bei HelloFresh. Und dann von Amazon.de 150 Euro Gutschein. Den kannst du dir aber nur sichern beim Download einer Clark-App. Naja. Gut, schauen wir uns das gute Stück mal an. Ne, der Karton ist schön leicht hellrosa. Wir öffnen. Wie niedlich, hier so mit den Prints auch drin. Ne? Hier ist so kleine Krönchen. Ne, sieht eigentlich süß aus. Niedlich, ja? Ich fange an, mich aufzulösen. Aber erst an der Stelle. Ich habe sie gerade erst reingemacht. So schnell sind wir noch nicht fertig hier. Und das ist... Dieser Flyer ist hier dazu drin. Das ist die Spring Softness Edition. Spring Softness. Naja, da bin ich ja mal gespannt, was wir jetzt da drunter erwarten dürfen. Riecht irgendwas gerade sehr gut. Also entweder hat mein Sprüher jetzt mal wieder gesprüht oder hier drinnen riecht irgendwas sehr gut. Was nicht dabei ist, ist ein Heftchen. Drunter vielleicht? Nein. Ja, Minime ist trotz Kastration rollig. Na, Mäuschen? Wir haben noch mal zum Onkel Doktor fahren müssen, ne? Machen wir vielleicht am Mittwoch, ja? So, zisch ab. Hier ist kein Heftchen drin mit den Produkten, wie sie heißen, beziehungsweise, wisst ihr, was ich meine, wegen Preis oder so. Wir doktern uns jetzt einfach hier durch. Da habe ich jetzt hier einmal von Catrice Glow Lover Oil Infused Highlighter. Oh, der sieht aber sehr, sehr schön aus. Guckt euch den mal an. Oh. Oh, ich muss sagen, also der gefällt mir sehr gut. Ich werde ihn nicht öffnen. Ich sehe gerade, was eigentlich sehr schön ist. Es ist ein Hygienesiegel drüber. Aber der sieht sehr
pudrig aus, sehr leicht. Das ist die 010 Glowing Peony. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Meine Kamera fokussiert das ja immer nicht richtig. Leider, leider. Ja, also wie gesagt, die 010 Glowing Peony. Der sieht ja scharf aus. Wirklich was Dezentes für, ich sag mal, hellere Häutchen. Wow. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt ab. Der gefällt mir so gut. Ich glaube, den behalte ich dann selber. Oder wir wollen ja demnächst eher ein Trash-Päckchen machen. Riechen tut er pudrig einfach nur. Oh ja. Der ist ganz, ganz, ganz schwach. Alter Schwede, ich glaube, den kann. Krass, hä? Oh, also den werde ich mal als Puder direkt testen. Weil mein Puder-Trio von Trended Up ist nämlich fast alle. Ich glaube, den teste ich mal komplett als Puder. Oh, Entschuldigung. Ja, ist gleich 20 Uhr, ne, sind die. Meistens lege ich mich ja gegen 21 Uhr nochmal hin, bevor ich 23 Uhr danach auf Arbeit muss. Dann haben wir hier von Rituals. Kostet ja eigentlich immer eine Menge, nicht wahr? The Ritual of Ying. Your path to inner peace. Sleep. Aha. Also es ist ja ein Schaum. Ihr wisst, ich bin eigentlich nicht so für Schäumchen, Träumchen. Aber ich glaube, der Duft kommt hier von. Nein, es ist ein Gel. Wer lesen könnte, ist klar im Vorteil. Sirene, Foaming, Shower, Gel. Oh je. Secret Wood and Lavender. Na gut. Also, ich hatte recht, der Duft kommt hiervon. Ja. Man scheint davon nicht sehr viel zu brauchen. Ja, na klar sind die. Jetzt hast du auch nichts zum Abwischen. Ach doch. Ich habe doch hier Küchenrolle rumliegen. Ich muss mal den Karton. Hauen wir nachher gleich mit weg. Leider, leider der Geruch des Lavendels zu stark. Das bedeutet, wird automatisch verschenkt. Ist ja nichts für Cindy Lavendel. Mir doch extra was zum Abbitzeln hier hin. Aber man hat eine sehr schöne. Kann ich sauber machen hier vorne? Also der ist sehr, allerdings sehr pflegend, muss ich sagen. Also der scheint nicht, die Haut nicht auszutrocknen. Der fühlt sich sehr, sehr gut an. Ist eigentlich nicht schlecht. Was haben wir hier Schönes? Brow Atelier. Diffie Brow Styling Brow Soap. Ja, ich hatte schon in der Pinkbox mal eine Augenbrauenseife drin. Das war nicht so meins. Naja. Weiß ich jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Ich glaube, die werde ich nicht behalten oder ich werde sie einmal testen. Also, wie gesagt, die letzte von, die war von Essence, erinnere ich mich. Das war nicht so ganz der Brüller. Dann haben wir hier ein Eyeshadow. Rose Gold. Ein Flüssig-Eyeshadow in Rose Gold von DWTN Paris. Ja, created in Paris. Okay. Ach, meine Heidi hat gerade angerufen. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Oh ja, der sieht ja. Sieht ein bisschen aus wie Flüssig-Highlighter, hä? Ne, aber.
auch ganz leicht. Oh, hier seht euch das, seht euch den mal an. Der lässt sich sehr gut, der scheint sich auch dann sehr gut ausblenden zu lassen. Aber wenn man es nicht besser wüsste, auch von der Textur her, er ist doch recht flüssig. Hast du eher das Gefühl, du hättest Bronzer? Bisschen nach Gummi, finde ich. Irgendwie riecht er nach Gummi. Und dann haben wir hier von We Do Professional No Plastic Shampoo. Ja, No Plastic Shampoo, Light and Soft. Für feines und normales Haar. Vorher and Body. Scheint es auch für Körperfreunden recycelbar und dermatologisch getestet, nicht an Tieren und es ist vegan. 80 Gramm das gute Stück in einer, auch in einer Pappschachtel. Wir nehmen es mal raus. Also wie man das so kennt, so ein Stück Seife, auch mit Print drin. Sie riecht aber wirklich wie so ein Flüssig-Shampoo. Also es riecht nach Shampoo. Ja. Ich bin ja bis jetzt noch nicht dazu gekommen, meine anderen festen Shampoos mal zu testen. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber jetzt habe ich die Haare neu gefärbt gehabt, habt ihr ja im Aufgebraucht-Video gesehen. Also habe ich mir jetzt erstmal den Shampoo und die Spülung von Füchsi und Uli genommen, weil das eben direkt Color-Shampoo ist. Und ach ja. Das sind die 2, 4, 5 Produkte. Mehr ist auch nicht drin. Ja, wie gesagt, ich kann euch nur nicht sagen, wie es Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Es ist nun kein Büchlein drin, wo steht, was die Sachen kosten. Das müsste ich jetzt dann nun alles einzeln nachgoogeln. Aber naja, ihr wisst ja selber, also Rituals ist nicht gerade günstig, ne? Und, aber wie gesagt, also ich habe wirklich eine, der scheint sehr, sehr schön pflegend zu sein, der Schaum. Schade, dass es keine andere Geruchsrichtung ist. Muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt sehr, sehr schade, weil Lavendel, oh, es ist einfach zu stark, der Lavendel. Das ist nicht meins, aber die Pflegewirkung fühlt sich ganz, ganz toll an. Da hätte ich wirklich gerne was und gerne einen anderen Schaum gehabt. Aber den hier, den werde ich auf jeden Fall selber ausprobieren. Von Catrice, den Glow Lover. Das gefällt mir gut. Den scheine ich wirklich doch direkt als Puder benutzen zu können. Der gefällt mir sehr gut. Aber, naja, wie gesagt, also mit der Augenbrauenseife, das ist nun nicht so ganz mein Fall. Ich hatte die, wie gesagt, von Essence mal getestet und ich fand das Käse. Also, ich glaube, das ist was, das muss der Mensch nicht haben. Wie sieht's aus? Wollt ihr jetzt mit mir mal zusammen weinen? Also ich habe festgestellt, ich hatte ja die Challenge gemacht mit der lieben Uli, ne? 10 Peel-Off-Masken in 3 Monaten. Ach, und da hatte ich festgestellt, dass wenn ich Peel-Off-Masken abends mache, dass mir das Abziehen nicht so weh tut, als wenn ich das frühs mache. So, jetzt versuchen wir es einfach mal. Ich finde keinen richtigen Ansatz gerade jetzt hier. Also genau das meine ich. Hätte ich das jetzt in früh gemacht, hätte ich jetzt schon geweint. Also es tut zwar weh, ja, aber ach, ich bin da nicht so ganz empfindlich wie frühs. Oh, aber ich muss trotzdem das Nerven zusammennehmen. Ja, schimpft mich ja immer mein Füchslein, dass ich immer so mimosig bin. Aber wer schön sein will, ihr kennt das selber, ne? Der muss leiden. Ach, Junge, Junge. Also die Balea sind ja auch ganz toll, aber ich persönlich hatte für mich festgestellt, bei mir funktionieren die von Cartier Vera am besten. Ich hatte keine, die nicht gut war in dem Test. Ich hatte ja Cartier Vera, ich hatte Balea, ich hatte Isana, ich hatte Today.
Die war ja auch recht gut, die von Today. Seven Heaven von Montagne Jeunesse. Aber trotzdem am allerbesten fand ich die Wirkung von denen von Katja Vera. Das Abziehen ging ganz gut. Ich glaube, hatte ich auch eine von Action. Ich glaube, die Birutin. Birutin hatte ich noch. Mit der war ich nicht zufrieden, mit der Birutin. Das weiß ich noch. So. Da kommt mal unser Nachbarhund. Moment. Peachy, hier zu mir, komm. Lass den Emil oder den Benji in Ruhe. Das klingt eher nach Emil, weil da höre ich Katie. Das ist die kleine Tochter. Und wenn ich die Katie höre, ist der Emil nicht weit. So, habe ich alles ab? Ich brauche meine Brille, sonst sehe ich nichts. Nein, da, hier, mein Gott, da hängt ja noch ein Riesenfetzen. Wie man sieht, ich habe nämlich hier und da ein paar Pickel, ist zwar auch an meiner hormonischen Sache im Moment gerade geschuldet, nicht wahr? Ihr Mädels wisst, was ich meine. Da muss ich nachher wieder ausbürsten, ist mir wieder ein bisschen was dazwischen gekommen. So, aber auch so, die, wie gesagt, auch die Balea, die machen auch einen sehr schönen Job. Ja, ich habe eine schöne weiche Haut, muss man wirklich sagen. Naja, kommen wir zum Thema Glossybox zurück. Wie findet ihr den Inhalt? Also ich finde ihn ganz okay. Nur wie gesagt, also diese Brow Seife hätte für mich nicht sein müssen. Die hätte für mich jetzt nicht sein müssen. Und hier bin ich wirklich ganz doll traurig, dass ich Lavendel habe. Wird sich aber eine von meinen Mädels darüber freuen. Ganz bestimmt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mich leiten zu sehen, auch während ich meine Maske abgezogen habe. Und wir sehen uns bei, was gibt es denn als nächstes? Was könnte es denn als nächstes geben? Weil die Pinkbox war ja schon. Ich glaube, da dreh ich mit euch mal wieder ein Schmink and Talk. Und eine Sache habe ich noch, weil ich genau weiß, sie wird das Video gucken. Meine liebe Saskia, herzlichen Glückwunsch zur Geburt deines kleinen Reik. Ne? Wie gesagt, ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Und lass es dir gut gehen. Genieß erstmal das Glück mit deinem kleinen Fratz zu zweit, bevor dir alle Verwandten und Bekannten und Freundinnen auf den Sack gehen, nur um das Kind zu sehen. Nicht wahr? Und ja, ich habe dich ganz doll lieb und ich freue mich mega mit euch. Natürlich auch mit Axel und Lara und deinem Brownie. Ne? Und ja, wir sehen uns bald. Bis dahin. Ich danke euch allen auch beim Zusehen oder zum Zusehen, vom Zusehen, beim Zusehen, dass ihr zugeschaut habt. Meine Güte. Bis dann. Tschüss.